Herzlich willkommen beim Video Erfahrungen mit OER. Erhalten Sie in diesem Video einen Überblick zur Bedeutung von freien Bildungsressourcen für den gesamten Hochschulraum. Sie können mit diesem Video Ihr Grundlagenwissen über OER ausbauen. Also gerade aus Sicht der Hochschullehrenden finde ich Open Educational Resources sehr relevant für die Gestaltung einer möglichst offenen und von Transparenz geprägten Hochschullandschaft, die von einer sehr starken Kultur des Austausches miteinander geprägt ist. Das ist einerseits natürlich wichtig für die Lehrenden untereinander, aber auch für den Austausch von Lehrenden und Studierenden. Denn gerade durch diese eher mehr offene, transparente Kultur kann Lehre und die Leistungen der Lehrenden besser sichtbar gemacht werden und damit auch, was ich sehr wertvoll finde, auch das Engagement der Lehrenden einen höheren Stellenwert einnehmen. Für Lehrende ergeben sich natürlich ein paar ganz offensichtliche Vorteile. Also einerseits natürlich das Zurückgreifen auf bereits existierende Materialien, das Weiterbearbeiten, aber auch das Beziehen von neuen Impulsen für die eigene Lehre, für neue Lernszenarien sind natürlich hier ein bedeutender Vorteil, genauso auch wie die stärkere Einbeziehung von Studierenden. Dabei ergeben sich natürlich auch ein paar Herausforderungen, speziell am Anfang, wenn man sich als Lehrender doch einige neue Kenntnisse und Kompetenzen aneignen muss und vielleicht gerade am Anfang das Gefühl hat, dass nicht so viele Materialien da sind, die man jetzt genau wirklich für die eigene Lehre brauchen könnte. Genau deshalb ist es aber so wichtig, hier auf die langfristige Perspektive hinzuweisen, nämlich, dass wenn sich jetzt möglichst viele Lehrende an der Erstellung von Open Educational Resources beteiligen, dass wir hier auf lange Frist natürlich dann viel, viel mehr Materialien zur Verfügung haben und das natürlich dann wieder einen großen Vorteil darstellt. Zugang zu freier Bildung ist etwas Wichtiges. Open Educational Resources sind dafür ein wichtiges Tool, wo man Unterlagen lizenzfrei verwenden kann. Und als Studierende oder Studierender hat man ja auch nicht immer ein endloses Budget zur Verfügung. Und es ist auch praktisch, diese Open Educational Resources gratis erreichen zu können. Open Educational Resources kann man ganz leicht von sich selber zu Hause erreichen. Man muss nicht extra in eine Bibliothek fahren oder so. Man kann einfach bei sich zu Hause seinen PC anschalten und man hat Zugang zu ihnen. Open Educational Resources sind auch gut für eine Zusammenarbeit und man kann auch Bilder verwenden, für die man vielleicht alleine nicht die Urheberrechte dazu hätte. Mit Hilfe von Open Educational Resources kann man auch leichter selber Sachen ins Internet stellen. Man kann zum Beispiel seine PowerPoint-Folien hochladen, sodass andere sie mitverwenden können. Leider sind Open Educational Resources nicht jedem oder jeder bekannt. Daher ist es wichtig, vor allem ein Bewusstsein bei Lehrenden dafür zu schaffen, damit alle Studierenden kostenlos die Bildungsunterlagen erreichen können. Außerdem ist das Angebot bei Open Educational Resources derzeit leider noch beschränkt, weswegen wir auch die Lehrenden bitten, sich damit auseinanderzusetzen und dieses Angebot zu erweitern. An akademischen Institutionen lernt man unter anderem, wie man richtig zitiert, aber man lernt nicht den richtigen Umgang mit Open Educational Resources. Der ist aber wichtig, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden. Offene Bildungsressourcen im Hochschulbereich leisten einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit und Innovation der Lehre. Open Educational Resources, wie sie auch genannt werden, zeigen das Potenzial digitaler Bildung auf und können neben dem mehrfachen, damit nachhaltigen Einsatz in Lehrveranstaltungen auch durch ihre Offenheit und freie Zugänglichkeit von einer interessierten Öffentlichkeit genutzt und weiterentwickelt werden. Open Education ist integraler Bestandteil von Open Science und trägt damit, etwa zusammen mit Open Access und Open Data, zum besseren Verständnis davon bei, wie Wissenschaft funktioniert, wie Forschende arbeiten und wie Forschungsergebnisse interpretiert werden können. So tragen Hochschulen dazu bei, dass offene wissenschaftliche Praktiken etabliert und Bildungsressourcen frei verfügbar werden. Die Entwicklung und Verwendung von Open Educational Resources sind auch im Rahmen der Open Science Policy der EU als eines der zentralen Ziele verankert. Dessen Umsetzung verspricht einen wichtigen Beitrag für digitale Transformationen im europäischen Bildungssystem. In der Produktion von OER arbeiten wir gemeinsam mit Lehrenden und Lehrendenteams eng zusammen. Durch die Zusammenarbeit wird das mediendidaktische Know-how von Teaching and Learning-Einrichtungen mit der Fachexpertise von Wissenschaftlerinnen kombiniert. An der Produktion, besonders von hochqualitativen Lehr- und Lernvideos, sind meist mehrere Personen aus der Didaktik, technischen Durchführung
und inhaltlichen Verantwortung beteiligt. Die Kooperation ist von mehrmaligen Feedback-Zyklen geprägt, um die Qualität der Medien zu gewährleisten und zu verbessern. Dieser Mehraufwand in der Produktion zahlt sich aus, sobald die Ressourcen als OER einen langfristigen, wiederholten und breiten Einsatz in der Lehre finden. Ergänzend dazu stellt die entsprechende technische Infrastruktur aus den Bereichen der zentralen IT-Services und Universitätsbibliotheken die Archivierung der digitalen Bildungsressourcen und deren langfristige Verfügbarkeit sicher. Die Vorteile von OER erschließen sich manchen nicht auf den ersten Blick. Viele denken bei OER an Remixes von Content und der Wiederverwendung von Content. Als MOOC-Anbieter haben wir eine ganz andere Betrachtungsweise auf diese Probleme oder auf diese Vorteile. Wir bei On Campus bzw. an der Technischen Hochschule Lübeck haben jetzt schon seit ungefähr 8 Jahren, seit 2014, die MOOC-Plattform transformiert. Angefangen haben wir mit dem Hanse MOOC 2014, um dann später die MOIN-Plattform weiterzuentwickeln. Das konnten wir natürlich nur durch die Erfahrung, die wir dadurch gesammelt haben und Projekte dafür bekommen haben. Später haben wir diese MOOC-Plattform transformiert für die On-Campus GmbH als Webseite. Das war uns nur möglich, weil wir alle Lizenzen frei zur Verfügung gestellt haben. Wir hatten nie Probleme über Copyright, über Bildrechte oder über andere juristische Probleme. Das heißt, wir brauchten keine Anwälte oder Juristen befragen, ob wir dies oder das möglich machen könnten oder tun müssen oder tun sollten. Wir haben einfach gemacht. Ich will sagen, beim Projektstart war es überhaupt nicht absehbar, welche Probleme wir zukünftig haben. Und wenn ich in die Zukunft sehe, mit dem MOOC Hub und anderen Meta-Plattformen, die jetzt vor der Tür stehen, kann ich sagen, diese Probleme können wir nur lösen, wenn wir das mit freien Inhalten machen. Sonst diskutieren wir uns über Copyrights oder anderen juristischen Probleme zu Tode. Wir wollen vorwärts kommen. Vielen Dank. Bitte merken Sie sich: OER sind zentraler Bestandteil digitaler Bildung und tragen zu einer offenen und transparenten Hochschullandschaft bei. Beteiligen auch Sie sich bei der Nutzung und Erstellung von freien Bildungsressourcen. Bevor dies gelingt, benötigen Sie vielleicht noch grundlegende Kenntnisse, die dazu beitragen, dass unsere Hochschulen offener werden und der Umgang mit Lehr- und Lernmaterialien rechtssicher gelingt. Ich hoffe, damit konnten Sie einen Einblick in unterschiedliche Erfahrungen mit OER erhalten und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!